Hallo zusammen, ich bin noch einmal, bestelle mir gerade echt Barbecue auf der Insel und ich muss halt einfach mal filmen. Is it allowed? I will it for my parents. Can I? No. Only for my father. Yeah, I have it here. Look at that. That is a barbecue on the Philippines. Yeah, I come from Germany. Sorry. No, from Germany. From Germany. Yeah, I will it only standing here. So wie das gemacht? Direkt an der Hauptstraße wie das hier gemacht? Also da, ja, wohne ich. Da. Ja, hier. Aber das ist hier wirklich schön gemacht. Filipino, that's my friend. Filipino, I come to you. Oh, my daddy. What kind of sauce do you want? Sweet, spicy. When you have spicy, yes. Sweet and spicy. Oh, nicht, guck mal hier. Das ist hier so, dann haben die alle Schrimpen an den. Spicy, yes. Ganz schlecht. Ich stehe jetzt zwar voll im Rauch. Aber das ist wirklich nicht schlecht. Die haben ja alles Halal. Also kein Schwein, nur Pork. Nee, das kriegt die alles so, hier alles da drin. Fisch haben die auch manchmal, aber voll im Rauch. Hier, guck mal hier, was die da eine Auswahl haben. Das sind Chicken Leber, Chicken Därme, das sind Chicken Därme, die sind wie Chicken Füße, das sind Chicken Bockwürstchen. In den Philippinen. In den Philippinen. Ja, da sind sogar noch Gänseleber da drin. Ja, in den Philippinen. Das sind Feet. Ja, I have so not see in my life. Ja, das ist auf jeden Fall richtig gut. Das ist wirklich gut. 150, Mom. Oh, yes. You have it? 150. Ja, 115. 50. Thank you. It's okay. Salamat. Bye-bye. I love it. Bye-bye. So, jetzt sind wir wieder zurück aus den Philippinen. Welcome in Germany. Yeah, listen. Can I make it for my daddy? For my daddy's only. This is the rice shop for my corner. Rice, 50 peso. This is the brother. This is the sister. Yes. And here, rice. Lager? 100 different rice. Yeah. It's not all the same. Yeah? In Germany, we have only one. All white. Thank you. Here's rice with unter der Decke. Bye bye. Hier ist meine Adresse. Bye bye. Ja, und es geht wieder nach Hause. Total hackenvoll natürlich. Bye bye. Jetzt habe ich auch noch meine Schwiegermutter. Naja, gut. Die ist ja sehr nett. Bye bye. Hallo Mom.